als Dauercamper Geld sparen. Ja, wie soll das gehen? Das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Denn wenn man auf dem Campingplatz lebt und sich dazu entscheidet, dann macht man das sicherlich auch deswegen, um eben Geld zu sparen. Und das macht man zwar schon automatisch, wenn man hier lebt, weil es deutlich günstiger ist als in einer Wohnung oder in einem gemieteten Haus. Aber es gibt auch hier noch Möglichkeiten, die Nebenkosten zum Beispiel zu senken. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Ersparnisse habe ich bereits durch den Verzicht auf Fernseher, Dusche und einen Warmwasserspoiler. Andere schwören auf das Verbauen von LED-Lampen und Grillen mit Holzkohle. Meine persönlichen Hacks zu dem Thema erfährst du jetzt. So, der erste Tipp ist eigentlich relativ banal, aber ja, manchmal hilft es ja doch, selbst diese Dinge zu erwähnen, weil man da so im Alltag vielleicht einfach nicht drauf kommt, weil es ungewohnt ist. Also zum einen sich dick anziehen, statt die Heizung anzumachen. Also da helfen zum Beispiel auch Skiklamotten. Hört sich jetzt doof an, die Vorstellung ist sicherlich auch ein bisschen komisch, aber wenn du wirklich Geld sparen möchtest, dann ziehst du dir im Winter einfach mal, bevor du die Heizung, was weiß ich wie hoch drehst, mal Skiklamotten an. Die helfen nämlich wirklich, den Körper warm zu halten und dann kannst du so einen warmen Raum überhaupt gar nicht lange aushalten und du kannst eben auch Heizkosten sparen. Sache, wie du die Heizung gar nicht erst anmachen musst, ist, viel unterwegs zu sein. Viele machen das sicherlich schon, dass sie im Winter nach Portugal oder so fahren, wenn sie beruflich das irgendwie vereinbaren können oder sich eben ihren Urlaub dann in den Winter legen und dann in dieser Zeit lange wegfahren, wenn sie sonst eigentlich die Heizung anmachen würden. Das spart natürlich eine Menge Geld, ist aber leider auch nicht für jeden machbar. Also von daher, für alle, die sehr flexibel sind, kann ich einfach nur sagen, wenn ihr eure Heizkosten minimieren wollt, dann seid so viel unterwegs und weg im Winter, wie es nur geht. Ein weiterer Tipp, mit dem ich dieses Jahr auch eine Menge Wasser gespart habe, also Wasserkosten, ist, indem ich meinen Hauptwasserhahn, also jeder hat ja so einen Zähler an seinem Wasserzulauf und da kann man eben auch das Wasser komplett abstellen oder aufdrehen. Und ich habe es nicht ganz aufgedreht, nämlich immer nur so ein bisschen. Das heißt, wenn ich das Wasser anstelle, dann kommt da zwar was raus, aber nur so ein bisschen. Und das ist eben nicht ganz so viel, wie wenn ich jetzt den Hauptwasserhahn ganz aufdrehe. Und somit vermeide ich eben, dass ich übermäßig Wasser verbrauche. Und das spart vielleicht nicht viel, aber ein bisschen. Nur einen Raum zu heizen, wenn man mehrere hat, macht sicherlich Sinn. Ist jetzt nicht in allen Mobilheimen oder Wohnwagen mit Vorzelt möglich, aber wenn das Ganze so gehalten ist wie bei mir, ich habe ja hier zwei Räume, einmal hier das Vorzelt und dann den Wohnwagen, der deutlich besser isoliert ist, den ich nochmal mit so Styrodurplatten über die normale Außenwand oder Innenwand quasi isoliert habe. Da kann man sich halt einfach überlegen, ob man wirklich nur einen von diesen beiden Räumen heizt. Also ich habe im Winter immer nur den Wohnwagen geheizt und das Vorzelt hier überhaupt nicht. Ich mache dann die Tür hier zu, die isoliert halt auch nochmal ganz gut. Und ja, somit habe ich wirklich einiges an Heizkosten sparen können und dann auch direkt schon den zweiten, ja, Tipp beherzigen können, nämlich ich hatte das Vorzelt hier meistens so kalt, dass ich einfach meinen Kühlschrank auslassen konnte und ich habe hier einfach die Sachen hingestellt, die eine Kühlung brauchten. Und wenn es dann trotzdem noch einigermaßen zu warm war hier, dann habe ich sie halt nach draußen gestellt. Also das sind alles so Sachen, die kann man halt machen, wenn man das Ziel hat, Geld zu sparen. Denn so ein Kühlschrank, der verbraucht sicherlich auch so regelmäßigen Strom, den man sich damit eben spart. Und der letzte Tipp ist,
im Winter einfach mal, wenn es total kalt ist, rausgehen und an die frische Luft. Also ich habe es ganz oft erlebt. Ich war hier im Wohnwagen den halben Tag und irgendwann dachte ich, boah, es ist so eisekalt. Ich muss unbedingt die Heizung noch höher stellen oder so. Dabei musste ich einfach nur mal einmal raus. 10 Minuten reicht schon. Einmal richtig an die Kälte. Wenn man dann nämlich reinkommt, dann merkt man erstmal, wie warm es eigentlich drin ist und dass man es eigentlich überhaupt nicht wärmer braucht. Und das hat man eben aber nur, wenn man einmal rausgeht. Und das kostet sicherlich immer ein bisschen Überwindung, aber im Endeffekt tut frische Luft immer gut. Und sollte man ja auch im Winter, gerade um die Gesundheit in Form zu halten, öfter mal machen, nach draußen gehen. Ja, wie gesagt, ich weiß, es ist nicht so einfach, man muss sich sehr überwinden, aber ich verspreche euch, wenn ihr es ein paar Mal hintereinander regelmäßig macht, dann ist es irgendwann drin und es kostet gar nicht mehr so viel Überwindung, weil es einfach dann schon Gewohnheit geworden ist. Und ja, ich verspreche euch, ihr könnt damit auch eine Menge Geld sparen und vor allem auch ein ja, gutes Gefühl behalten im Winter, dass es immer auch wieder schön muckelig warm ist drinnen. Und ja, mir persönlich hat das auf jeden Fall geholfen, das ein oder andere Mal die Heizung nicht höher zu stellen, sondern eher noch mal ein bisschen weiter runter zu stellen, weil ich dann von draußen reinkomme und dachte, puh, es ist doch fast an eine Sauna dran, ne? Und ja, deswegen, das hilft. Ja, das war mein Video zum Thema Geld sparen als Dauercamper. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen und ja, ich freue mich, wenn du in diesem Video einige Tipps für dich auch mitnehmen konntest und vielleicht auch auf einige neue Ideen gekommen bist. Wenn dem so ist, dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare, teil mir das mit. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn hier geht es um Freiheit, Träume leben und ein naturnahes Leben. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz wunderschönen Tag. Bis dann.